Hallo ihr Lieben, ja, ich bin zurück und freue mich total und habe auch direkt ein etwas spannendes Bastelprojekt vor der ja, vor Augen, welches ich mit euch umsetzen möchte. Und es wird eine Schweinerei, es wird aber cool. Und zwar, vielleicht haben viele von euch schon mal gesehen, dass man per Origami einen Mund falten kann, der dann quasi spricht oder singt. Und ich möchte eine Geburtstagskarte basteln für jemanden, der einen runden Geburtstag hat und der auch noch auf Karaoke steht. Also wo man, und ich singe nicht. Also und deswegen dachte ich mir, wenn der Mund das übernimmt und er quasi dann selbst sich überlegen kann, was dieser Mund ihm sagt oder singt oder er sich selbst daraus einen Spaß macht, dann wäre das nett und lustig. Aber ich möchte natürlich nicht einfach nur einen Origami-Mund machen, das wäre ja einfach, sondern ich möchte daraus eine Karte machen. Genau, und das wird die Herausforderung. Und ich habe mich entschieden, dass diese Karte soll ja nicht sehr klein sein. Das heißt, ich habe ein Papier mir rausgesucht, das ist von Marpa Jansen. Das hat die Maße 22,5 mal 32,5, das heißt, ich kann dann gleich 22,5, also ich brauche ein quadratisches Papier, das heißt 22,5 ist dann mein Grundmaß. Das finde ich schon mal ganz ordentlich, das müsste ganz gut funktionieren. Die Schwierigkeit, die nächste Schwierigkeit ist, dass ich eigentlich ein zweifarbiges Papier brauche, weil man quasi Gesicht und Mund aus einem Stück Papier bastelt. Und die Rückseite wäre das Gesicht, die Vorderseite wäre quasi Mund und Rachen. Das heißt, es wäre schön, wenn die eine Seite, was auch immer, kann man jetzt natürlich, also er ist halt ein weißer Mann, deswegen halt sage ich jetzt mal ein Roséfarben und ein Rot. Habe ich nicht, weshalb ich jetzt rausgesucht habe, ein, ja, ich sage jetzt mal so einen neutralen Lachston. Den brauche ich aber, wie gesagt, zweifarbig und der ist halt einfarbig. Und dann habe ich mir jetzt gedacht, dann machen wir doch mal ein bisschen Schweinerei. Dafür schnappe ich mir jetzt einmal Schmierpapier. Das habe ich noch nicht vorbereitet. Das lege ich mal einmal da drunter. Ihr seht, ich schneide es noch nicht zurecht. Oder mache ich das doch? Doch, komm, ich mache das mal schon. Nee, ich mache es noch nicht. Das gibt zwar gleich mit Sicherheit eine Riesenschweinerei, aber so kennen wir das. Ich brauche eigentlich noch nicht einmal die gesamte Rückfläche als Rot. Da ich aber zu faul bin, mir auszurechnen, wo ich Rot brauche und wo nicht, versuche ich einfach alles rot zu machen. Dann habe ich mir jetzt verschiedene Möglichkeiten überlegt, wie ich denn die Rückseite rot einfärben möchte. Und ich möchte halt nicht mit Wasserfarbe oder sonst was arbeiten, weil ich nicht möchte, dass sich das Papier zu sehr wälzt. Ich habe auch geprüft, ob ich einfach Blatt auf Blatt kleben kann, aber ich muss es ja gleich Origami-Technik noch falten. Und das hier hat jetzt schon eine Stärke von 130 Gramm. Und wenn ich dann nochmal 130 Gramm draufklebe, kriege ich ja die Krise. Ich habe aber, oder lasst mich gerade noch überlegen, habe ich ein großes Blatt Papier, was dünn ist? Habe ich nicht so groß. Wir ziehen das jetzt durch. Ich habe jetzt einfach ein rotes Stempelkissen genommen und möchte, wir testen es aus. Im schlimmsten Fall, ihr wisst, muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ich werde das jetzt hier einfach, okay, ich merke schon das erste Problem. Das wäre halt die Unterlage. Ja, komm, dann arbeite ich erstmal ohne Schmierpapier. Und ziehe da jetzt einfach mal das rote Stempelkissen so drüber. Ich habe entschieden, dass es gar nicht super gleichmäßig sein muss, weil ja eine Haut auch nicht super gleichmäßig ist. Und deswegen es mir völlig egal ist, ob das jetzt irgendwie fleckig ist oder sonst was. Weil, wie gesagt, auch Lippen sind nicht unbedingt gleichmäßig rot, es sei denn, man trägt Lippenstift auf. Ja, das habe ich gewusst, dass das passiert. Gleich mal gucken, ob ich die gut sauber kriege. Wahrscheinlich nicht. Gut, dass ich noch nicht geduscht habe. Also ich will die Karte heute noch verschenken. Gut, dass ich noch nicht geduscht habe. Ihr wisst ja, meine Lösung ist immer Haare waschen. Das hilft, warum auch immer, bei mir sehr gut, um Verfärbungen von den Fingern wieder runter. Das hat doch schon mal gut funktioniert von der Sache her. Also abgesehen davon, dass ich nicht ganz aufgepasst habe. Machen wir die Mitte noch mal etwas gleichmäßiger. Und dann machen wir jetzt noch Folgendes, bevor ich mir die Finger waschen gehe.
und versuchen hier noch mal ein bisschen Farbe abzunehmen. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich für ein Schmierpapier genommen habe. Ja, das kann man sogar. Das hat ganz gut funktioniert. Dann nehme ich auch hier noch mal die Farbe ab, weil gleich, wenn ich es streifen werde, also wenn ich es falten werde, dann werde ich ja wahrscheinlich auch noch mal ordentlich Farbe abkriegen. Jetzt ist die Frage für mich, also ich gucke jetzt erstmal, ob ich das hier sauber gewaschen bekomme. Und bin ansonsten erstmal zufrieden. Ich wasche mir gerade einmal die Finger und ich glaube, ich werde dann tatsächlich mit Handschuhen weiterarbeiten. Obwohl, nee, weil wir falten eh gleich so. Ich gucke erstmal, wie gut ich die Farbe abkriege. Boah, das sieht ja durch die Kamera voll braun aus. Etwas Weißes daneben legen. Es ist rot. Also so ein Lippenrot. Meine Finger sind knalliger rot. Das mit dem Abwaschen hat nicht so funktioniert. Ich bin gleich gespannt, wie es wird, wenn ich mir die Haare gewaschen habe. Wir hatten, was hatte ich eben gesagt, wie breit das ist? 22,5. Das heißt, wenn ich es jetzt quadratisch haben möchte, muss ich es auch auf 22,5 kürzen. Ich denke gerade darüber nach, wie ich das jetzt am besten anstelle. Ich markiere mir hier die 22,5 und schneide es dort ab. Nee, wir machen es sogar noch anders, sondern ich falte es diagonal dorthin und achte darauf, dass ich hier hinten, das wird gleich lustig, hier hinten eine Spitze habe, hier parallel bin. Muss gar nicht super, super ordentlich sein. Ja, aber das sollte man schon. Hallo. Also ich will es diagonal falten. Oh ja, ich sollte vielleicht doch echt besser an die Origami-Papier nehmen. Wir ziehen das jetzt durch. So, wichtig ist, dass ihr tatsächlich alle Falzungen richtig doll falzt. Deswegen ist es auch wichtig, dass ihr ein gutes Papier nehmt. Also kein Papier, was bricht. So, und jetzt wollte ich dann nämlich das einfach abschneiden. Dann habe ich zumindest in der Theorie ein Quadrat. So. Nachdem ich das jetzt so gefaltet habe, messe ich es jetzt aus. Ich lege meine Spitze, ich muss mal gerade gucken, was ihr seht, wunderbar, einmal hier auf so eine breite Linie, lege es dann hier unten auch auf eine breite Linie und dann sehe ich, dass es 10, 20, 30, 32 cm breit ist. Und jetzt muss ich das Ganze dritteln. Das heißt, das sind 10, irgendwas. 10,8 irgendwas, also knappe 11, ein bisschen weniger als 11. Das heißt, dass ich ungefähr hier falten muss. Oh, das wird spannend mit dem Papier. Und dann vielleicht einen Tacken mehr. Was habe ich gesagt? Ein bisschen weniger als 11. Ja, genau, dann muss ich ungefähr hier hin. Ich falte mal erst noch leicht. Und das hier müsste dann sehr gut, ne, wenn ich das da knicke, wo hier die Spitze endet, müsste es da enden, wo das Papier endet. Das kommt so ungefähr hin, das passt. So, und jetzt wieder wirklich, wirklich, wirklich dolle, dolle Falten. Also auch diese hier richtig, richtig dolle mit dem Fingernagel falten. Dann knicken wir jetzt, egal in welcher Reihenfolge, diese Ecke hier hoch. Diese Anleitung findet ihr übrigens zuhauf überall. Also ich, mir sie bei Pinterest begegnet. Ich habe aber mal spaßeshalber Mund-Origami bei YouTube eingegeben. Also es gibt Dutzende dieser Anleitungen. Die machen das alle vielleicht ein bisschen unterschiedlich, kommen aber zum selben Ergebnis. Wie gesagt, wichtig ist, das ist das, was ich rausgefunden habe, weil ich kann euch
verraten, dass ich tatsächlich diesmal mal Probe gebastelt habe. Hier habe ich 2 Origami-Blätter aufeinander geklebt. Hier habe ich es schon mal getestet, wie es denn in so einer Karte aussehen könnte. Aber dazu kommen wir gleich noch. So, wir haben das jetzt gedrittelt, dann hochgeklappt. Dann klappen wir es nochmal runter. Deswegen weiß ich, wovon ich rede, wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Und das machen wir hier auch. Ich mache mal direkt alles parallel. Das Ursprungsvideo, was ich gesehen habe bei Pinterest, hatte 46 Sekunden. Da ging das Ganze sehr, sehr schnell. Da habe ich dann mir das Ganze gefühlt 50 Mal angeguckt. Dann hatte ich das Prinzip begriffen. Wie gesagt, also richtig nochmal jede Falz. Und das hier habe ich mir noch nicht entschieden. Gerade einmal. Das machen wir wirklich hinterher. Also zack. Und hier genauso. Wir klappen das einmal hoch. Da hatte ich nämlich eben was ausprobiert, ob das nicht einfacher anders geht. Aber ich mache es jetzt tatsächlich so, wie ich es bei Pinterest gesehen habe. Nur dass die ein zweifarbiges Origami-Papier hatten, habe ich nicht, vor allem nicht in der Größe. So, also so sieht es aus. Also ich habe das einmal das Quadrat diagonal gefaltet, dann habe ich gedrittelt, indem ich das so gefaltet habe. Das sollte dann hier von der Spitze her die Verlängerung sein, das haben wir gar nicht geprüft. Aber schaut mal, wie gut das hinkommt. Dann haben wir die beiden hochgeklappt, die beiden runtergeklappt und die beiden dann so geklappt, dass hier eine Ecke übersteht. Und wie gesagt, möglichst gut falzen. Hier habe ich zum Beispiel schon jetzt nicht gut gefalzt. Das ist aber nicht richtig dramatisch. Das ist nicht schlimm. Jetzt falten wir das Ganze auf. Wieder aufs Quadrat. Jetzt kommt der Augenblick, wo ich gucken muss, ob ich mir die Finger versaue. Das hier empfehle ich euch einmal nachzufalten. Und das hier ebenfalls. Dann klappt das nämlich nachher besser. Und jetzt nehmen wir hier die Spitze. Und wir haben hier diese Linien, die hier aufeinandertreffen. Und auf diese Linie falten wir das um. Und auf der anderen Seite genauso. Also wir haben hier diese beiden kleinen diagonalen Linien, die hier und die hier. Und da, wo die aufeinandertreffen, dahin knicken wir das Rote. Ich hoffe, dass ihr das gut sehen könnt. Hier auch. Hier sind diese beiden Linien und da knicke ich das hin. Und jetzt, es faltet sich leider nicht so 100% von alleine, aber das Ziel ist es, dass wir das hier zusammenklappen und das hier reinfalten. Und diese Linie passt schon sehr gut und dementsprechend wisst ihr dann, dass diese Linie auch nach innen soll. Und diese hier ebenfalls. Und dann klappt das eigentlich schon ganz gut. Also so faltet ihr das dann zusammen, drückt es vorsichtig runter, sodass halt noch so kleine Dreiecke rauskommen. Und auch jetzt nochmal wirklich alles ordentlich nachfalzen. Ich muss mal gerade so ein bisschen aufpassen hier bei dem Roten. Ne? Ihr seht, das habe ich mir nämlich gedacht, dass das schön färbt. Also falls ihr das auch irgendwie einfärbt und ihr etwas mehr Zeit habt wie ich, was ihr über Nacht liegen lassen könnt, dann könnt ihr vielleicht dann auch mit einer Farbe arbeiten, die nicht einfärbt. So sieht das Ganze dann jetzt aus. Und wir klappen jetzt diese Spitze einmal hier rein, wobei es gar nicht wichtig ist, dass ich hier irgendwas genau treffe, sondern wichtiger ist, dass ich hier quasi das hier ordentlich knicke. Ja, selbst das glaube ich gar nicht so 100% wichtig ist. Hier genau das Gleiche. Also, dass ich da, also ich habe jetzt bisher darauf geachtet, dass hier nichts überlappt. Ne? Also, hier ist jetzt so ein bisschen schief, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil wir falten jetzt nochmal. Und zwar falten wir jetzt nochmal das Ganze
bis hier zum, wo diese beiden roten aufeinandertreffen. Ich achte darauf, dass ich parallel zum Rand falte. Ich nehme euch mal ein bisschen tiefer runter. Was sieht bei euch so braun aus? Das ist echt lustig. Und falze noch mal ordentlich nach. Und das gleiche mache ich hier. Ich falze hier zur Mitte. Und zwar quasi bis zum maximalen Punkt. Also weiter geht's halt nicht. Und achte darauf, dass ich hier am Rand parallel bin. So, und damit das in der Karte gleich schön aussieht. Also das war's schon. Das ist jetzt die Funktionalität. Aber so wird es keine schöne Karte. Damit das eine schöne Karte wird, falten wir jetzt noch das wieder einmal nochmal um. Muss man gerade einmal selbst gucken, dass ich das am besten... Oh, ich glaube, auch das ist gar nicht so rasend wichtig, aber dass es halt gut gefaltet ist und hier ebenfalls. Einmal falten. Und dann ist nämlich das hier das, was wir gleich einkleben werden. Cool, ne? Ich finde es schon mega. Ich habe noch über Zähne nachgedacht, aber habe mich gegen Zähne entschieden. Seht ihr, und hier habe ich nicht ganz ordentlich gefaltet, weshalb hier der Mund nicht ganz so schließt wie hier. Das ist die Konsequenz aus dem, dass ich hier nicht ganz ordentlich gearbeitet habe, aber das finde ich gar nicht schlimm. Jetzt, damit das alles gut hält, werden wir einiges hier zusammenkleben und ich finde es da am einfachsten, mit doppelseitigem Klebeband zu arbeiten. Das schnappe ich mir mal einmal. Und ich zeige euch, wo ich jetzt überall klebe. Ich klebe einmal hier am Rand das hier zusammen, damit das nicht mehr aufgeht. Na, werde ich nicht. Also ich klebe einmal das hier drauf. Oh, das ist schief. Warum ist das jetzt schief? Wo ich doch vorher so schön sauber gearbeitet habe. Also bis auf die eine Ecke vom Mund. Ja, ja. Mach du mal ruhig. So. Dann mache ich das erstmal auf der Rückseite genauso. Es ist übrigens egal, ob ihr das Dreieck so rum oder so rum festklebt. Wichtig ist einfach nur, dass das gar nicht mehr aufklappt. Ich hätte jetzt eigentlich versucht, das noch mehr an den Rand zu kleben, aber das ist jetzt gerade nicht gelungen, ist aber nicht schlimm. Dann klebe ich das hier auch fest. Ich nehme euch mal wieder etwas höher, auch wenn ihr dann nicht ganz so nah seht, aber für mich ist es leichter zu arbeiten. Auch hier gehe ich an den Rand und klebe es hier fest und auf der anderen Seite genauso. Wenn ihr könnt, nah am Rand entlang. Umklappen. Und dann haben wir schon die halbe Miete. Und jetzt habe ich mir Folgendes überlegt. Jetzt kann ich nämlich ausmessen, wie groß meine Karte sein muss. Also wir haben hier 10, also das ist mindestens mal 13. Ich denke, ich mache dann eine 13,5 mal 13,5 Karte. Mal gucken, wie das hier aussieht. Ja, ich denke, das machen wir so. Ich hoffe, die Finger werden sauber. Und habe das Glück, dass bei diesem Set, deswegen habe ich mich auch für dieses Set entschieden, ich 25 Bogen Fotokarton in 300 Gramm habe und 25 Bogen Tonzeichenpapier in 130 Gramm. Mit dem Tonzeichenpapier haben wir gerade gearbeitet. Und jetzt habe ich halt die gleiche Farbe noch einmal auch im als Karton.
300 Gramm. Und das wird jetzt meine Karte. Machen wir jetzt 13 oder 13,5? Komm, wir machen 13,5. 13,5 mal 27. Und das geht eben auch fantastischerweise hier mit. Wobei das mit jedem gehen würde. So, 13,5 mal 27. Wir machen erst die 27. Ich denke gerade noch mal darüber nach, dass ich keinen Unsinn baue, weil ich habe, glaube ich, davon kein zweites Blatt. Ich habe mal Vertrauen. 13,5 mal 2 ist 27. Das ist so. So, 27. Und 13,5. Und dann falten wir bei 13,5. So, und jetzt, wenn es gut läuft, und ich das hier einklebe, dann fällt das halt nicht so auf. Also es ist schon alles sehr doppelt gemoppelt. Ich frage mich, ob ich davon hätte was wegschneiden können. Ich habe es ja dann noch mal umgeknickt, ne? So und so. Wenn ich jetzt das hier weggeschnitten hätte. Wir testen das jetzt mal aus. Ja, wofür habe ich denn diese Probe gemacht? Wenn mir das hier, das muss ja noch nicht mal ordentlich sein, weggeschnitten hätten und ich das hier festgeklebt hätte, würde der Mechanismus immer noch genauso funktionieren. Aber ich hätte weniger Papier. Das gefällt mir besser. Gerade weil das so dick ist. Das heißt, ich löse nochmal das doppelseitig geklebte. Jetzt muss ich erstmal überlegen, was kann ich jetzt wegschneiden? Ich löse das jetzt alles nochmal. Weil das ist ja eh alles nicht zu sehen. Deswegen ist es völlig egal, wie das gleich aussieht. Naja, hier, das wird man gleich ein bisschen sehen. Und wir haben festgestellt, wir können das hier ganz entspannt wegschneiden. Eigentlich reicht es doch, wenn ich eine Klebelasche lasse. Das sollte funktionieren. Das sollte funktionieren. Das ist der Vorteil vom doppelseitigen Klebeband zum Flüssigkleber. Wenn man Flüssigkleber tatsächlich gar nicht mehr gelöst kriegt und beim doppelseitigen Klebeband noch eine Chance hat. Je nachdem. So, und dann machen wir das hier auch. Düngen. Und dann haben wir hier unsere Klebelasche, die ich jetzt aber gerade einmal gucken, reicht es, wenn ich hier doppelseitiges Klebeband aufbringe oder sollte ich hier auch noch mal festkleben? Oder sollte ich es vor allen Dingen nicht festkleben? Macht das einen Unterschied?
Da ich sowas gedanklich nicht so gut rausfinden kann, nehmen wir wieder meine Probe. Das heißt, ich nehme, das ist mir nicht fast zu schade, und wir nehmen das hier. Damit kann ich eh nicht mehr so rasend viel machen. Ich schneide es jetzt nicht quadratisch, sondern ignoriere es. Dann nehmen wir das doppelseitige Klebeband. Wir kleben eine Seite fest und die andere nicht, um uns den Unterschied angucken zu können. Die hier kleben wir fest, die andere nicht. Und ansonsten kleben wir bei beiden hier quasi auf die Klebelasche doppelseitiges Klebeband. Einmal hier und einmal dort. Und kann ich euch auch direkt zeigen, wie die Montage dann in dem quadratischen funktioniert. Das ist nämlich auch gar nicht schwierig. Man packt das einfach in die Mitte und klappt es zu. Und der Effekt ist derselbe. Also ich hätte es natürlich noch mittig jetzt ausgerichtet, aber das heißt, es ist total egal, ob ich es hier festklebe. Gut, zu wissen. Ich werde immer röter. Das heißt, ich kann mir diesen Klebestreifen sparen. Das heißt, ich klebe lediglich einmal hier doppelseitiges Klebeband auf und dort. Eigentlich muss ich auf gar nichts achten, außer dass vielleicht das doppelseitige Klebeband nicht übersteht. Und löse die beiden Schutzfolien. Ich überlege, ob ich erst eine löse. Ja, komm, ich löse erst eine. Dann nehme ich mir das. Dann kann ich das besser ausrichten. Was ist denn oben, was ist unten? Ach, kann ich danach immer noch entscheiden. Das ist das Tolle am Quadratischen. Richte es jetzt so aus, dass ich oben und unten den gleichen Abstand habe. Richte das hier an der Falz aus. Klappe einmal zu, klappe auf und löse hier den Klebestreifen. Klappe zu, klappe auf und fertig. Ist es. Ja, finde ich super. Jetzt wird das Ganze eine Männerkarte. Das heißt, den Rest möchte ich jetzt so gestalten, dass es äußerlich für einen Mann ansprechend ist. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas mit Noten habe. Das würde ja hierzu passen, weil dann würde der Happy Birthday singen. Ich habe leider keinen. Na, da gehe ich jetzt mal auf die Suche bei meinem Designpapier. Und aber das war schon das Grundgerüst. Mir gefällt sehr gut. Ich habe noch gerade spontan über eine Zunge nachgedacht, aber das ist alles nochmal ein Zusatzgimmick. Das passt für mich schon so. Da steht natürlich so ein bisschen auf, weil natürlich innen drin sehr viel doppeltes Papier ist. Und da kann man gleich noch über eine Banderole nachdenken oder theoretisch mit einem, mit einem Magnet arbeiten. Ich glaube, ich würde aber tatsächlich vielleicht mit einer Banderole oder wir könnten sogar mit einem Bändchen arbeiten. Aber Bändchen für einen Mann ist nicht so. Da ist eine Banderole cooler, ne? Dann gehe ich mal auf die Suche, was mir so an Papier begegnet. Bis gleich. So, ich habe jetzt mal ein paar Sachen rausgesucht. Ich habe dieses Notenblatt gefunden. Das war mir aber zu lieblich, zu hell. Dann habe ich dieses Naturpapier gefunden. Das gefällt mir schon ganz gut. Dann habe ich halt geschaut, wie verbinde ich das mit Transparentpapier, weil ich wollte doch das irgendwie noch ein bisschen männlicher gestalten. Dann habe ich dunkles Transparentpapier gefunden und dachte mir, wenn ich da wirklich nur einen ganz kleinen Rand mache und dann das da drauf setze, dass das eigentlich ganz gut aussehen dürfte.
dementsprechend werde ich das jetzt tatsächlich irgendwie auf, keine Ahnung, 13,5 war eben, ne? Ich überlege gerade ernsthaft, ob ich 13,4, naja, 13,3 mache. Das werde ich sogar tun, sodass ich wirklich, wirklich, wirklich quasi keinen Rand habe. 13,3 mal 13,3. Und hier muss ich ja auf jeden Fall, muss ich mal gucken, kann ich denn dieses Naturpapier mit der Schneidemaschine schneiden? Also der Schnitt muss ja auf jeden Fall hier zwischen diesen beiden, ja, wie soll ich sagen, diesen Grenzen sein, die offensichtlich nicht ganz gleichmäßig sind. Das wird jetzt spannend. Aha, es lässt sich perfekt schneiden, das ist schon mal super. Und das hat dann jetzt eine Breite von 11,5. Dann machen wir jetzt auch auf 11,5. Auch hier suche ich mal gerade, dass ich einen geraden Abschluss habe, so einigermaßen zumindest, mal 11,5. Na, dann ist es da nicht gerade. Die Frage, was ist wichtiger? Oh, na, okay. Habe ich doch geahnt, dass das nicht ganz klappen kann. Muss mal gerade eine Meise beobachten. Ich habe nämlich das Futterhäuschen neu aufgefüllt. Ob die Meise das findet. 11,5. So, dann schauen wir mal einmal. Das macht einen guten Eindruck. Und das macht einen guten Eindruck. Dann ist jetzt die Frage, womit wir es festkleben. Ich würde zu Sprühkleber tendieren. Dann machen wir das auch. Dazu habe ich ja einen Karton, den ich dafür immer nutze. Und diesen Karton, dort habe ich Schmierpapier drin. Und dann möchte ich gern erstmal das da einsprühen. Man sollte immer einen Augenblick warten. Das ist ja, wie ihr wisst, nicht ganz meine Stärke. Ich entsorge schon mal das Papier. Und klebe es jetzt. Ich muss ja glücklicherweise quasi auf nichts achten, außer ihr seid im Weg. Außer, dass es überall den gleichen Abstand gibt. Zumindest ungefähr. Ich sehe nichts. Muss ich mal einmal höher nehmen. Ach ja, das kommt aber hin. Damit kann ich gut arbeiten und leben. Und dann würde ich hier jetzt sogar auch Sprühkleber nehmen. Lege ich das mal einmal auf Seite, das Papier immer direkt entfernen, sonst klebt euch die nächste Arbeit fest. Das Zeug ist mörderisch und dann können wir das auf die Karte kleben. Das ist jetzt der Augenblick, an dem wir entscheiden müssen, ob wir eine Richtung haben. Ich würde so bleiben. Dann muss ich jetzt mal einmal gerade gucken, wie rum die Noten gehören. Und dann kleben wir es auf. Und jetzt würde ich tatsächlich noch mit einer Banderole arbeiten. Ich mir das ganz hübsch vorstelle und da kommt dann auch das Happy Birthday drauf. Jetzt ist die Frage, mit was wir da arbeiten. Mit was für einer Farbe? Nehmen wir eine dritte Farbe rein? Oder packen wir hier das Happy Birthday hin?
Ich weiß, dass er solche Karten weiter verschenkt. Von daher überlege ich, ob ich es überhaupt beschrifte. Was ich gut finde. Ihr wisst ja, das finde ich gar nicht verkehrt. Arbeite ich mit einer Transparentbanderole? Das ist jetzt die Überlegung. Lass mich mal gucken, was habe ich denn hier alles schon rausgesucht. Das wäre mir jetzt. Nee, da muss schon was jetzt Härteres hin. Und dann würde ich dazu tendieren. Jetzt ist die Frage, wie hart reicht uns der Teddyblock? Ah, das ist schon sehr eine andere Farbe. Oder nehmen wir. Sondern einmal Kramen. Ach, das ist auch ein Teddyblock. Ich wollte den Actionblock haben. Den Actionblock. Ist doch gar nicht schlecht, ne? Schwarz war zu hart, ne? Ja, das Grau ist gut. Und jetzt muss ich nur mal gerade einmal überlegen. Oh, das wird sehr knapp, aber wir kriegen das hin. 13,5. Das hier hat ja 29. Wir haben tatsächlich nicht viel Spielraum. Und jetzt überlege ich gerade, wie breit die Banderole werden soll. Muss ja eigentlich gar nicht breit sein. Was sähe harmonisch aus? Das ist eigentlich eine gute Breite, ne? Ich messe gleich aus, wie breit ich mich entschieden habe. Es ist 3,5. So, dann werde ich es so machen, dass ich hier in der Mitte noch was aufklebe. Das heißt, ich starte hier in der Mitte, lege es einmal drumrum. Ach ja, da ist aber noch locker Platz. Und ende dann hier. So, bisher habe ich nur leicht gefaltet. Und jetzt achte ich darauf, dass ich das aufeinander lege, dass es parallel ist. Jetzt prüfe ich noch mal einmal, ob es auch nicht zu stramm ist. Das macht einen guten Eindruck. Macht einen sehr guten Eindruck. Dann kann hier doppelseitiges Klebeband hin. Denke ich schon mal im Hintergrund, in Anführungsstrichen, darüber nach, ob ich zufälligerweise irgendwie. Aber ich habe nichts, wo irgendwie singend Happy Birthday ist. Habe ich einfach nicht. Also kann ich da sehr neutral arbeiten und einfach irgendeinen herzlichen Glückwunsch nehmen, welcher mir gut gefällt, welcher mich anspricht. Könnte das sogar auch nach hinten packen, den. Aber ist eigentlich wurscht. Eigentlich verstecke ich die Naht ganz gerne unter dem Gruß. Genau, dann suche ich da jetzt noch mal was raus und dann machen wir den letzten Schritt. So, ich habe da jetzt mal mehrere Stempel rausgesucht. Den finde ich eigentlich schon ziemlich genial. Ich glaube, der wird es auch. Den finde ich auch nicht so schlecht, weil er eben das Lied direkt wiedergibt. Da mag ich den Spruch sehr gerne. Da auch. Aber es wird entweder der oder der. Vorstellen kann ich mir tatsächlich beide sehr gut. Jetzt ist noch die Frage, wenn ja, wie? Habe ich mich auch noch nicht entschieden, ob dann Gold wird zu viel, Schwarz auf Transparentpapier. Bin ich gerade etwas unsicher. Ah, das gefällt mir beides sehr gut. Doppelt gemoppelt bringt, also ist nicht so sinnvoll.
würde sogar auch gehen, aber ich würde es nicht doppeln. Das gefällt mir beides gut. Wir probieren jetzt ein bisschen aus. Das heißt, ich werde mich jetzt einmal erstmal entscheiden, wie möchte ich es stempeln und auf was. Irgendwie tendiere ich weiterhin zum Transparentpapier, weil ich damit einmal angefangen habe. Ich habe jetzt hier gerade so eine Unordnung veranstaltet, dass ich die gerade einmal ein wenig aufräumen werde. Dann finde ich nämlich auch die Sachen wieder. Also, ich fände es irgendwie schon schön, jetzt auch nochmal mit diesem grauen Transparenzpapier zu arbeiten. Und wenn ich mir das jetzt hier angucke, also das wird in Rund auf jeden Fall viel, viel besser aussehen. Dann würde ich es natürlich gerne rund aufstanzen. Das heißt, ich brauche einen Stanzer, der so 7,5, eher 8 cm auf jeden Fall Durchmesser hat. Das gucke ich jetzt einmal, ob ich das habe. Und dann ist dieses Papier auf jeden Fall zu schmal. Das heißt, ich werde es auf dieses Papier stempeln. Und dann ist die Frage, ob ich es embosse. Und wenn ja, in welcher Farbe, das schaue ich jetzt als nächstes. So, dann habe ich jetzt mal die nächsten Sachen rausgesucht. Ich habe also einen Stanzer in der Größe 8,9 cm. Das ist recht groß. Ich habe Stanzen, die, glaube ich, ein bisschen besser passen. Die hier ist, glaube ich, zu groß. Ich glaube, die hier passt ganz gut. Jetzt ist die nächste spannende Sache. Also auf Transparentpapier embossen ist immer so ein bisschen heikel, weil das beim Erhitzen schon mal auch empfindlich reagieren kann. Aber es kann ja nicht mehr passieren, als dass es schief geht. Und das ist immer das Tolle. Ich versaue ja nicht das ganze Projekt, sondern in dem Moment nur ein Stück von dem Transparentpapier. Und das können wir auf jeden Fall sehr gut verantworten. Deswegen werden wir das jetzt einfach ausprobieren. Ich habe mich entschieden, mit super fein Silber zu arbeiten. Wir müssen gleich gucken, ob es zu kitschig ist oder ob es edel wirkt. Meine Hoffnung ist, dass es edel wirkt. Super fein Silber von Judy Kins, Sternstaub von Heindesign. Wenn ich dran denke, verlinke ich es euch. Ansonsten www.heindesign.de. Sternstaub super fein Silber ist perfekt geeignet für feine Schriften. Wir stempeln es auf. Wir müssen ja eigentlich gar nicht darauf achten, dass wir irgendwie gerade stempeln oder sonst irgendwas. Sondern das richten wir gleich mit der Stanze. Wer gar nicht weiß, was ich hier tue, also Heat Embossing oder ja, Heiß Embossen nennt sich das. Das ist ein Prägen per Pulver. Da gibt es ein extra Video zu, wenn ihr Embossing Kartenqueen bei YouTube eingibt, findet ihr das Video. Da erkläre ich so das Grundsätzliche und da vergleiche ich auch verschiedene oder zumindest verschiedene Varianten vom Sternenstaub, um mal zu gucken, so drückt sich das wirklich, gibt es da wirklich so feine Unterschiede, was auch die Lesbarkeit angeht. So, ich schüttel das überschüssige Pulver ab, habe mir angewöhnt, es erst die Reste zurückzukippen. Dafür nutze ich dieses Snappy Tray. Das ist derzeit ausverkauft. Das habe ich ebenfalls von Heindesign. Das machen wir einmal unter der Lampe weg. So, damit ich es entsprechend kippen kann. Und dann versuchen wir das jetzt mit dem Erhitzen. Normalerweise erhitze ich erst von unten. Ich werde das jetzt auch versuchen. Dieser Film, das Embossing-Tool, eine gewisse Wärme entwickelt hat, weil ich halt mit dieser Wärme dem Papier Flüssigkeit entziehe. Und das sieht man ganz gut, ich zeige das mal einmal. Wenn das Pulver einbrennt, dann wird es halt heller. Und dann ist es auch kein Pulver mehr, sondern eben verflüssigt sich
und es ist so eine erhobene Linie, was immer sehr edel ist. Und man sieht eigentlich ganz gut, wenn man irgendeine Ecke noch nicht embossed hat. Es ist nicht 100% sauber, ich habe hier so ein paar Sprenkel. Das ist immer etwas, was mich überhaupt nicht stört. Wir richten einmal die Schablone aus. Es ist auch etwas gewellt. Da müssen wir jetzt gleich mal gucken, ob wir da noch mit was Zweitem arbeiten. Das werden wir als nächstes testen, ausprobieren. Jetzt kurbeln wir es erstmal aus. Und dann, hoppala, zeige ich euch das Ergebnis. Einmal hier ein bisschen was abschneiden, weil ich nur eine A5-Kurbelmaschine habe, also nur in Anführungsstrichen. Es gibt auch A4, dann hätte ich jetzt nichts abschneiden müssen. Und dann schauen wir es uns an, wenn das ausgekurbelt ist. Dann schauen wir mal. Das sieht doch schon mal ganz hübsch aus. Und ich glaube, das reicht mir völlig. Man könnte jetzt noch, hätte noch was anderes dahinter setzen können. Ich finde das jetzt sehr eindrucksvoll, dass ich ja weiß, dass es das gleiche Papier ist. Aber die Wirkung von diesem Transparentpapier, welches ich mit Sprühkleber aufgeklebt habe, und diesem Transparentpapier ist immens anders. Ich weiß genau, dass es dasselbe ist. Krass, krass. Ja, das ist aber nicht wichtig. Es ist noch die Frage, wie ich das hier aufklebe. Und es ist noch die Frage, ob ich noch irgendwas in die Mitte setze. Ich habe Lust, noch was in die Mitte zu setzen. Und ich habe Lust, einen Cats und Apple Trees Stempel zu nehmen. Und der wird dann auch gar nicht sehr auffällig sein, weil ich ihn schwarz reinstempel. Und jetzt gucke ich mal gerade, was passt. Entweder thematisch oder vom Gesichtsausdruck oder von was auch immer. Ich weiß, dass das Geburtstagskind überhaupt kein Tierfreund ist, kein Tierfan, hat da nichts mit am Hut. Er kriegt den Käfer. Ich muss jetzt mal gucken, ob der überhaupt zur Geltung kommt. Das testen wir auf diesem Stückchen hier kurz aus und schauen mal, wie viel dann überhaupt zu sehen ist. Der ist gut zu sehen. Ich frage mich gerade, wie lange es braucht zum Trocknen. Und ob es dann noch verwischbar ist. Und dann ist er nicht mehr gut zu sehen. Ich könnte ihn clear embossen. Ich könnte ihn rund ausstanzen. Ich glaube, ich mache das. Wartet. Wir testen das einfach aus. Das ist ja das Tolle, dass wir nichts zu verlieren haben. Also ich embosse jetzt schwarz auf dunkel. Aber es wird dann leicht erhoben sein. Aber es ist so ein quasi ein kleiner versteckter Käfer. Wobei in dem Moment, wenn ich ihn tatsächlich ausstanze, kann ich ihn mit Abstand aufkleben, dann ist er schon gar nicht mehr so versteckt. Wir gucken uns das an. Ich könnte ihn natürlich auch rot stempeln. Das sieht komisch aus. Nee, das gefällt mir nicht. Nein. Könnte die Ahrweise besser aussehen?
Wir haben hier doch noch ein paar Ecken. Die Gesichter kommen nicht zur Geltung. Die Gesichter kommen nicht zur Geltung. Und das ist das, was diese Tiere so genial macht. Ich habe aber noch mehr Ideen. So schnell gebe ich nicht auf, aber ich glaube, ich nehme nicht. Doch, komm. Weil die Gesichter sind halt so genial. Hey. So, den stanze ich jetzt einmal aus und gucke mir an, wie das aussieht, wenn ich das aufkleben würde. Ich finde es gut. Es muss noch was Verspieltes rein, sonst wäre die Karte ja nicht von mir. Dann nehme ich jetzt schlichten Flüssigkleber. Klebe das einmal in die Mitte. So. Und auf der Rückseite kann ich nämlich dann auch Flüssigkleber aufkleben. Okay, dann sollten wir den aber auch so drehen. Moment, wir kleben es erst auf. Also ich hatte mich entschieden, dass das Happy Birthday oben sein soll. Gerade einmal ausrichten, dass es oben gleich viel über drüber guckt wie unten. Und jetzt muss ich noch einmal die Ameise ausrichten. Und fertig ist mein Kärtchen. Das heißt, wenn das gleich getrocknet ist, dann kann man das abziehen und dann singt oder erzählt dieser Mund, was auch immer das Geburtstagskind möchte. Tatsächlich werden wir, glaube ich, da gar nichts da reinschreiben, weil, wie gesagt, ich weiß, dass er diese Karten weiter verschenkt. Ich weiß, dass er sich total freut, dass ich etwas Besonderes für ihn bastel. Aber er ist niemand, der es aufbewahrt. Er steht auch dazu. Ich habe ihn jetzt mal gefragt, soll ich noch was reinschreiben? Und er sagt, nein, nein. Und ich sage, nee, ist okay. Das, deswegen tat ich es nicht. Wie gefällt euch die Karte? Was sagt ihr? Hättet ihr irgendwas anders entschieden? Und ja, würde mich über eure Rückmeldung freuen. Bis dann. Tschüss. Jetzt gucke ich erstmal, ob ich die Finger sauber kriege. Und dann mache ich das Abschlussfoto. Genau, dann kann ich mich auch nochmal gucken, ob mir noch was einfällt. Und euch meine Finger zeigen, ob meine Theorie stimmt. Und dann mache ich auch hier das Vorschaubild für YouTube und kann euch die Finger nochmal zeigen. Ja, wie gesagt, es funktioniert immer sehr gut, Haare zu waschen. Also jetzt sind meine Finger nahezu sauber. Man muss es schon fast wissen. Die einzige Schwierigkeit, die ich jetzt habe, ist für das Vorschaubild, wie demonstriere ich, dass hier ein Kussmund zu sehen ist. So, Fragezeichen. So ja eher nicht. Und dann muss ich es schon fast irgendwie unterfüttern. Genau, also mir ist jetzt nichts mehr eingefallen, was ich euch hätte sagen wollen sollen müssen, so dass ihr mir jetzt einfach sagen könnt, ja, was euch gefallen hat, was ihr anders gemacht hättet, wie ihr die ganze Karte findet. Okay, bis dann, tschüss.